Ja, willkommen hier bei der Volkssternwarte München. Ich heiße Benjamin Mirwald und ich möchte jetzt, da wir ja gerade keine richtigen Sternführungen geben können, einfach ein bisschen hier online zeigen, was in den nächsten Wochen von Ende April bis in den Mai hinein am Himmel alles Schönes zu sehen ist. Und das Beste, für die ganzen Sachen, die ich jetzt vorstelle, braucht man noch nicht mal ein Teleskop, um die zu sehen. Es lässt sich alles mit dem Auge beobachten. Bei manchen Sachen hilft vielleicht ein kleines Fernglas ein bisschen, aber grundsätzlich sind alle Sachen, die ich vorstelle, mit dem Auge ohne Hilfsmittel zu sehen am Himmel. Ja, was wir hier sehen, hinter mir ist eine Software, eine freie Software mit dem schönen Namen Stellarium. Die kennt vielleicht die ein oder anderen, ist wunderbar geeignet, um den Sternenhimmel fotorealistisch anzuzeigen. Und hier ist mal einfach so die Grundeinstellung für ja, den 21. April am Abend. Das ist also hier unten die Himmelsrichtungen und oben drüber dann eben der Sternenhimmel, wie der nach Einbruch der Dunkelheit aussieht. Aber man sieht schon, hier oben ist ein Stern beschriftet, also die Software kann natürlich noch mehr als den Sternenhimmel darzustellen. Stellarium kann eben auch verschiedene Sachen einblenden. Also wer sich auskennt am Himmel, der weiß, hier haben wir den Löwen. Man muss sich hier einen Kopf vorstellen, hier muss man sich die Vorderpfoten vorstellen und dann hier sozusagen die Hinterbeine und den Schwanz und den Rücken. Aber natürlich gibt es hier auch die Möglichkeit, sich diese Linien einzublenden. Und dann natürlich auch noch die Namen. Und jetzt sind hier schon mehr Frühlingssternbilder als der Löwe versammelt. Wer möchte, kann sich auch eine App aufs Handy laden. Die heißen dann zum Teil auch anders. Es gibt da sehr viele Apps mittlerweile. Taschenplanetarium, Himmelskarte. Einfach nach sowas suchen. Und dann muss man ein bisschen rumprobieren, was einem da gefällt. Und das Schöne daran ist, die Apps haben alle die Funktion, dass sie die Ausrichtung des Smartphones erkennen. Und wenn man dann eben abends im Freien steht und das Himmel, den und wenn man dann eben abends im Freien steht und das Handy Richtung Himmel hält, dann zeigen diese Apps an, welche Sternbilder und Himmelskörper in der Richtung zu sehen sind. So, für alle, die jetzt das Video anschauen, nachdem das schon eine Zeit lang online ist, werde ich auch die Sachen, die ich erkläre, in der Beschreibung nochmal aufführen, zu welcher Zeitmarke man springen muss. Also einfach hier unten gucken, wenn es jetzt schon im Mai sein sollte, oder wenn man sich für bestimmte einzelne Sachen interessiert, könnt ihr die Sachen direkt anspringen. Ja, womit fangen wir an? Was passiert in den nächsten Tagen am Himmel? Da gibt es die sogenannten Lyriden zu sehen. Lyriden hört sich seltsam an. Und ist auch was sehr Seltsames. Die Lyriden sind nämlich ein sogenannter Sternschnuppenstrom. Es gibt immer wieder, mehrmals im Jahr, mehr als gewöhnlich Sternschnuppen zu sehen. Es liegt einfach daran, dass die Erde manchmal durch Bereiche im Sonnensystem sich bewegt, wo es mehr Staubkörner, mehr kleine Steinchen gibt auf dem Weg der Erde. Und diese kleinen ja, Staubteilchen und Steinchen, die verglühen ja dann als Sternschnuppen in der Atmosphäre. Und sowas passiert jetzt dann auch bald wieder. Ganz genau genommen kreuzt die Erde die Bahn des Kometen Thatcher. Und solche Kometen, wenn die durchs Sonnensystem fliegen, dann hinterlassen die auf ihrer Bahn immer wieder Staub. Und das sorgt dann eben für ein erhöhtes Sternschnuppenaufkommen. Ja, und auch solche Sternschnuppenströme kann unser Programm Stellarium hier darstellen. Ich zeige es mal hier, wenn man mit der Maus nach unten fährt an den unteren Bildschirmrand, dann kommen diese ganzen Funktionen. Ja, und hier gibt es zum Beispiel die sogenannten Meteorschauer. Naja, Meteorschauer ist ein bisschen übertrieben. Ich schalte die mal ein und man sieht schon hier die Theta Virginiden, naja, die kommen aus dem Sternbild Jungfrau. Es sind allerdings kein besonders aktiver Strom, also da gibt es nur sehr, sehr wenige Sternschnuppen zu sehen. Aber ich wollte ja eigentlich über die Lyriden was erzählen. Ah, hier sind sie schon, die Lyriden. Und die heißen so, weil sie sich im Sternbild Leier, naja, nicht befinden, ne? Sondern man muss sagen, die Sternschnuppen, die scheinen alle aus einer bestimmten Richtung zu kommen. Also das heißt, wenn ich jetzt
abends rausgehe und ich sehe eine Sternschnuppe, dann kann ich einfach den Weg dieser Sternschnuppe nach hinten verlängern. Wenn ich zwei oder drei oder vier sehe, dann kann ich diese ganzen Spuren dieser Sternschnuppen rückwärts verlängern und die werden sich dann alle in diesem einen Punkt treffen, wenn das alles Lyriden-Sternschnuppen waren. Es gibt noch ein paar andere, ja, wir hatten es gerade gesehen, auch ein paar Sternschnuppen, die aus dem Sternbild Jungfrau kommen und die Lyriden, die kommen eben aus dem Sternbild der Leier. Ja, und was jetzt hier zu sehen ist, dass dieses Sternbild Leier jetzt gerade in der Nacht, ja, wir haben hier unten die Uhrzeit, 22:30 Uhr ungefähr, gerade erst aufgeht. Hier Nordosten geht die Leier auf. Wenn ich die Zeit hier mal etwas schneller laufen lasse, dann wird sich zeigen, wie sich die Erde dreht. Ja, natürlich, denn es sieht ja nur so aus, als ob die Sterne auf und unter gehen. Ja, ganz langsam oder gerne auch noch ein bisschen schneller. Und man sieht schon, im Lauf der Nacht wird dann dieser Ausstrahlungspunkt der Lyriden immer weiter über den Horizont kommen. Ja, ich verschiebe jetzt hier mal das Bild gleichzeitig mit. Ja, und um dann den Horizont wieder zu sehen, müssen wir tatsächlich rauszoomen. Und da war gerade schon eine Sternschnuppe. Ja, ich habe das Programm hier ein bisschen übertrieben eingestellt. Ja, man kann hier die Sternschnuppenrate einstellen und wird dann ab und zu Sternschnuppen hier über den Himmel huschen sehen. Ja, also es sind jetzt hier bei mir viel zu viele Sternschnuppen. In Wirklichkeit sind diese Lyriden ein relativ unscheinbarer Sternschnuppenstrom und erzeugen so etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde, was aber nicht zu verachten ist, denn normalerweise muss man ja in einer normalen Nacht ohne Sternschnuppenstrom etwa 10, 15 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde warten, bis eine Sternschnuppe zu sehen ist, irgendeine sporadische Sternschnuppe. Und 20 pro Stunde sind da schon ganz ordentlich. Also die nächsten Nächte hat man einige Wünsche frei. Ja, man könnte sich vorher schon eine richtige Liste machen. Und für Leute, die an einem Ort wohnen, wo der Himmel noch richtig dunkel ist, wo es noch nicht so viel Lichtverschmutzung gibt, ist tatsächlich dieses Jahr der Lyridenstrom einer der besseren, denn er findet an Neumond statt. In ein paar Tagen ist Neumond. Um ganz genau zu sein, am 23. April ist Neumond. Das heißt, der Mond ist in der Nacht nicht zu sehen. Und wird durch sein Licht zumindest schon mal diese Sternschnuppensichtung nicht stören. Ist für uns Hobbyastronomen immer ganz wichtig, zu gucken, ob jetzt Vollmond ist bei einem Sternschnuppenstrom, denn dann ist einfach der Himmel so hell, dass wir relativ wenig Sternschnuppen sehen. Ja, und tatsächlich taucht der Mond allerdings schon einige Tage nach Neumond wieder am Himmel auf. Also am 23. April ist Neumond, aber am 24. April, am Abend, kann, wer gute Augen hat, schon das erste Mal die Mondsichel sehen. Eine ganz schmale zunehmende Mondsichel. Dann stellen wir also mal hier den 24. April ein. Auf der linken Seite erscheint ein Funktionsmenü mit einem Datumsfeld. Und jetzt haben wir ja eine richtig unchristliche Zeit, ja. 3 Uhr morgens, die beste Zeit zum Sternschnuppen gucken, aber wir wollen ja jetzt den Abendhimmel sehen am 24. April. Und hier wird es jetzt Tag. Auch die Sonne wird natürlich simuliert hier. Ja, und dann können wir jetzt mal so weit gehen, bis es wieder dunkel ist. 21:10 Uhr. Ich glaube, das ist ungefähr die Zeit, zu der man den Mond dann auch schon sehen kann. Damit das Ganze jetzt so ein bisschen realistischer aussieht, schalten wir uns auch wieder die Sternbildlinien ab. Aber wo ist jetzt der Mond? Ja, natürlich im Westen. Irgendwo im Westen müsste sich der Mond befinden. Kann ihn jemand erkennen? Ich glaube, wir müssen mal die Suchfunktion benutzen. Suchen wir uns mal den Mond. Oh je, der Mond ist schon unter dem Horizont. Das heißt, wir gehen noch mal ein paar Minuten zurück und sehen dann hier den Mond. Und jetzt kann ich natürlich ganz nah ranzoomen und dann wird es zu erkennen sein, dass die Mondsichel sehr, sehr, sehr schmal ist. Also tatsächlich kein besonders leicht erkennbares Phänomen. Wer also den Mond als schmale Sichel etwas bequemer sehen will, der wartet einfach bis zum Tag drauf.
Wir schauen uns das Ganze gleich vielleicht nochmal an. Wenn ich jetzt einen Tag später einstelle, 25. April, dann ist der Mond schon ein Stückchen weiter gewandert und natürlich schon etwas dicker. Er hat schon etwas zugenommen, sodass es auch einfacher wird, den Mond dann am Abend zu sehen. Ja, und einigen wird es schon aufgefallen sein, wir haben hier ein helles Pünktchen hier oben, die Venus. Tatsächlich wäre es theoretisch möglich, die Venus am Tag zu sehen. Ja, die Venus ist so hell, sie erscheint heller als die hellsten Sterne am Himmel. Nach dem Mond und der Sonne ist sie das dritthellste Gestirn. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Wenn wir in den blauen Himmel schauen, dann können unsere Augen nicht richtig fokussieren. Und deswegen werden wir die Venus normalerweise nicht sehen. Ja, wir sind schon beim nächsten Ereignis, denn wenn wir jetzt warten, bis das Ganze etwas dunkler geworden ist, wenn wir also jetzt die Zeit wieder ein bisschen weiterlaufen lassen, dann werden wir feststellen, der Mond hat an dem 25. April eine recht nette Position eingenommen am Sternenhimmel. Es ist ja sehr gut sichtbar, wie der Mond von Tag zu Tag durch die Sternbilder zieht, weil er ja die Erde umkreist. Ja, und jetzt wird schon sichtbar, hier in der Nähe eines hellen Sterns befindet sich gerade der Mond. Und jetzt mache ich mal eine Pause. Und so wird das Ganze dann eben aussehen. Während der Abenddämmerung kann man gerade den Mond erkennen. Man kann tatsächlich auch die nicht direkt beleuchtete Seite des Mondes erkennen. Also der sogenannte Erdschein. Denn da kommt tatsächlich Licht von der Erde auf den Mond und wieder zurück. Sonnenlicht, das die Erde reflektiert, das dann auf den Mond fällt und dann wieder zurück in unser Auge fällt. Das macht dann dieses sogenannte graue Licht, diesen Erdschein. Und am 25. April haben wir dann den Mond hier richtig schön zwischen zwei Sterngruppen, zwischen zwei sogenannten offenen Sternhaufen. Das sind so eine Art Kindergärten von Sternen, also sehr viele junge Sterne, die hier beieinander sind jeweils. Die Plejaden und die Hyaden. Man nennt das Ganze auch das goldene Tor am Sternenhimmel. Ja, ab und zu bewegt sich der Mond dadurch, auch manche Planeten kommen hier durch. Die Venus war vor ein paar Wochen hier an den Plejaden vorbeigekommen. Und am 25. April bewegt sich eben der Mond auch durch dieses sogenannte goldene Tor. Ja, und einen Tag später ist der Mond schon ein gutes Stückchen weiter. Und zwar hier in der Nähe der Venus. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ein bisschen ranzoomen, dann werden wir sehen, es gibt eine ganz hübsche, ja, Konstellation, ein ganz hübsches Pärchen, Mond und Venus beieinander am 26. April. Also das heißt, bei gutem Wetter gibt es jetzt Ende April tatsächlich fast immer was Interessantes zu sehen am Sternenhimmel. Noch einen Tag später ist der Mond dann schon wieder ein Stückchen weiter und verlässt hier diese Sternhaufen und die Venus schon langsam wieder. Ja, und das Beste ist, man muss noch gar nicht mal besonders lange aufbleiben. Hier unten ist ja die Zeit zu sehen. Ungefähr 21 Uhr ist eine ganz gute Zeit, um diese Phänomene jeweils zu beobachten. So, ich denke, für den April war das Himmelsprogramm damit so gut wie erledigt. Eine Sache passiert noch, am 30. April haben wir dann den zunehmenden Halbmond. Können wir uns auch nochmal anschauen. Allerdings, Halbmond gibt es jeden Monat. Das Schöne vielleicht am Halbmond, um das nochmal zu erwähnen, wer jetzt auf dem Mond ein bisschen mehr sehen will, zum Beispiel ein Fernglas auch zur Verfügung hat, sollte eben bei dieser Mondphase schauen, einige Tage vor Halbmond bis einige Tage nach Halbmond, denn dann kommt das Sonnenlicht genau von der Seite und auf dem Mond werfen dann die Krater und Berge richtig lange Schatten. Also das heißt, die Konturen auf dem Mond, die sind besonders deutlich zu sehen. Also Krater und Berge zeichnen sich dann besser ab als sonst. Bei Vollmond sind eher diese Flecken, diese riesengroßen dunkleren Gebiete auf dem Mond gut zu erkennen. Kann ich nur empfehlen, also wer noch nicht mit dem Fernglas in den Himmel geschaut hat, es geht wirklich jedes Fernglas, auch das allerkleinste Fernglas, lässt auf dem Mond schon ein bisschen mehr erkennen. Ja, und was dieser Sternhaufen ist, das werde ich dann
ganz zum Schluss nochmal erzählen. Denn einerseits am 30. April kommt der Mond auch bei diesem Sternhaufen vorbei. Das ist auch wieder was, was man gut im Fernglas anschauen kann. Und einen Monat später passiert das Ganze auch dann wieder. Also damit werden wir dann das Video beschließen. Ja, wir sind schon Anfang Mai angelangt. Man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, dass die Venus, die wir jetzt ja hier schön am Abendhimmel sehen, ich gehe noch mal zurück zur Venus, dass die gerade so hell ist wie eigentlich sonst das ganze Jahr nicht. Man sagt, die Venus befindet sich in ihrem größten Glanz und wir in der Sternwarte bekommen immer wieder ganz interessierte Meldungen, ganz verwirrte Anrufe zum Teil auch, was denn dieses helle Pünktchen ist, ob jetzt ein Besuch von Außerirdischen bevorsteht. Aber wir können die meisten Leute dann beruhigen. Die meisten Leute haben wirklich nur die Venus gesehen. Ganz einfach zur Zeit im Westen am Abend geht spät unter, also bis in die Dunkelheit hinein. Wir kommen später noch dazu, wer der Venus dann auch noch mal begegnen wird. Aber zuerst schauen wir noch mal den Mond an. Ja, wir gehen mal zum 7. Mai. Was könnte Besonderes am 7. Mai passieren? Wo ist der Mond? Er geht gerade auf, während hinter uns gerade die Sonne untergegangen ist. Also das heißt, Sonne und Mond stehen sich gegenüber am Himmel. Ja, und das heißt, wir haben natürlich jetzt ganz genau Vollmond. Und jetzt lassen wir mal die Zeit ein bisschen laufen, damit wir auch dann in eine schöne dunkle Nacht reinkommen. Wir sehen schon, da ist wieder so ein Sternschnuppenstrom, der sozusagen vom Mond aus ausstrahlen würde, in dem Fall an dem Abend. Und noch ein Sternschnuppenstrom. Aber diese Sternschnuppenströme, Libriden und Skorpiiden, die sind nicht besonders stark. Also das heißt, der einzige Sternschnuppenstrom zurzeit sind die Lyriden, von denen man ein bisschen mehr sieht. Deswegen schalte ich die jetzt auch mal wieder aus, sonst verwirrt uns das zu sehr. Ja, wie gesagt, bei Vollmond ist der Mond im Fernrohr oder im Fernglas nicht so gut zu beobachten. Er ist richtig hell, er blendet schon fast. Aber das Mondgesicht oder manche Leute sehen auch einen Hasen, das lässt sich recht gut erkennen bei Vollmond. Dann jetzt eben am 7. Mai. Und dann bleiben wir vielleicht auch mal beim Mond und schauen uns an, wie der Mond in den Tagen drauf langsam natürlich abnimmt. Ich schiebe mal das Datum hier rüber, dann können wir das Ganze ein bisschen verfolgen. Es ist jetzt so eingestellt, dass der Mond hier zentriert bleibt. Und ich gehe mal jetzt vielleicht auch noch ein paar Stunden weiter. Der Mond nimmt ab und begegnet hier einigen Planeten, dem Jupiter, dem Saturn und dann nochmal einem Planeten. Also wir sind jetzt am 12. Mai, allerdings zu einer sehr unchristlichen Zeit, 4:30 Uhr morgens, kann man das Ganze sehr gut sehen. Ja, Mond bei Jupiter, am Tag drauf ist der Mond dann schon ein Stückchen links unterhalb vom Planet Saturn und die sind wirklich so hell, also Jupiter ist dann nach der Venus das hellste Gestirn. Der Saturn ist dann leider nicht das fünfthellste, sondern wir haben dann noch einen Planeten, den Mars. Der wäre sozusagen momentan das fünfthellste und der Saturn wäre dann das sechsthellste Gestirn. Die Helligkeit ist ganz wichtig, um diese Planeten zu erkennen, denn mit dem Auge sehen wir nicht wirklich, dass es Planeten sind. Also die Venus erkennen wir durch ihre Helligkeit ganz einfach, aber die sieht auch aus wie ein Punkt. Und auch Jupiter, Saturn und Mars, die sehen tatsächlich aus wie Punkte. Ja, am 15. Mai ist der Mond dann ja schon eine recht schöne abnehmende Sichel und direkt bei dem roten Mars. Ja, hier hilft uns noch die Farbe, ihn auch zu erkennen. Ansonsten ist es auch nicht so schwer, ja, im Südosten. Um 4:30 Uhr Mitte Mai sehen wir einfach einen hellen roten Punkt über dem Horizont. Das muss dann Mars sein. Also so helle Sterne, die deutlich rötlich leuchten, die gibt es zurzeit nicht in dieser Richtung zu sehen. Ja, von daher auch eine schöne Begegnung. Der Mond ist immer wieder für solche Begegnungen gut. Das Ganze passiert etwa einen Monat später dann wieder.
Und einen Tag drauf begegnen sich tatsächlich auch nochmal zwei Planeten. Allerdings jetzt zu einer etwas angenehmeren Uhrzeit wieder, und zwar am Abendhimmel. Schauen wir uns doch mal den Abendhimmel an. Und wir schwenken jetzt mal hier über den Nordhimmel, denn eine Sache muss ich natürlich kurz zeigen, und zwar, wo sich der große Wagen zurzeit am Abendhimmel befindet. Das ist wunderbar. Der große Wagen ist nämlich zurzeit ziemlich genau senkrecht über uns. Hat ihn schon jemand gefunden? Ja, natürlich. Da befindet sich der große Wagen. Ja. Im Frühling ist der große Wagen recht gut zu erkennen. Zu anderen Jahreszeiten ist er abends vielleicht auch mal näher am Horizont, vielleicht von Bäumen verdeckt. Aber zurzeit braucht man eigentlich nur senkrecht nach oben schauen am Abend und erkennt ihn gleich. Aber Moment, irgendwie hat dieses Stellarium da eine Fehlfunktion? Ich meine, der große Wagen besteht doch nur aus diesen sieben Sternen. Tja, der große Wagen ist gar kein richtiges Sternbild. Man sagt, er ist nur so eine Art Teilsternbild, ein Asterismus. Und das offizielle Sternbild, das heißt tatsächlich anders. Das offizielle Sternbild heißt großer Bär. Man denke sich hier einen Kopf, man denke sich hier die Vorderbeine und die Hinterbeine. Das Ganze muss man vielleicht jetzt etwas drehen, um das etwas besser sich vorstellen zu können. Ja, hier der Kopf, Vorderbeine, Hinterbeine und ein ganz langer Schwanz. Wer das genau wissen will, muss sich die griechischen Mythen durchlesen. Die erklären dann, warum der Bär am Himmel so einen langen Schwanz hat. Ich möchte aber nochmal auf was zurückkommen, was dieses Programm hier tatsächlich falsch darstellt. Und zwar werden sich manche jetzt gewundert haben, dass hier ein beschriftetes Objekt unterwegs ist. C2019Y4 mit dem Namen Atlas, das wäre jetzt tatsächlich ein Komet. Also eine Art Himmelskörper, der aus gefrorenen Gasen besteht und meistens aus den Außenbereichen des Sonnensystems kommt. Ja, und dann manchmal näher zur Sonne driftet. Die meisten Kometen verlieren dann sehr viel, ja, sehr viel Gas und Staub ins Weltall und deswegen bilden sich dann solche Schweife aus. Ja, wenn die also näher zur Sonne kommen, dann verdampft von diesem gefrorenen Material ziemlich viel. Die Oberfläche bricht auf, mit hoher Geschwindigkeit kommt da Gas raus, es wird Staub mitgerissen, der dann auch auf der Umlaufbahn der Kometen zurückbleibt. Und wenn die Erde sich dann durch diese Umlaufbahn eines, ja, Kometen durchbewegt, dann gibt es einen schönen Sternschnuppenstrom. Allerdings ist dieser Komet vor einigen Tagen auseinandergebrochen. Das heißt, unser Programm simuliert den noch so, wie er ursprünglich vorausgesagt wurde. Der sollte sehr hell werden, hätte jetzt tatsächlich Mitte Mai dann mit dem Auge am Abend sichtbar werden können, aber leider war dieser Kometen nicht sehr stabil. Er war also viel, viel poröser als vermutet. Das ist immer sehr schwer vorauszusagen, wie hell solche Kometen werden. Und er wird mit Sicherheit nicht so glänzend am Abendhimmel zu sehen sein, wie hier unser Stellarium das Ganze simuliert. Ja, jetzt kommen wir aber doch nochmal wieder zurück zum Abendhimmel. Wir haben hier immer noch die Venus, geht ja relativ spät unter, aber jetzt müssen wir mal schauen, was so früher in der Dämmerung vielleicht noch sichtbar war. Ach ja, da kommt er ja. Genau. Wir haben nämlich zurzeit auch noch einen Planeten am Abendhimmel, also Mitte Mai wird er dann langsam sichtbar und dazu müssen wir die Zeit noch mal ein bisschen mehr zurückspulen. Dieser Planet ist tatsächlich sehr unbekannt. Die wenigsten Menschen haben ihn schon mal mit dem Auge gesehen, denn man sieht ihn immer nur sehr kurz. Ja, und leider ist jetzt hier in unserer simulierten Umgebung ein Baum im Weg. Deswegen werde ich mal in eine andere Landschaft gehen. Das lässt sich hier tatsächlich auch einstellen. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Nullhorizont. Also das heißt, es ist hier gar nichts mehr im Weg. Und wir schauen uns mal an, was nach Sonnenuntergang passiert und wann man diesen, ja, diesen
etwas schüchternen Planeten, denn erkennt. Also lassen wir so langsam mal unsere Sonne untergehen. Hier die Venus erscheint und wenn man einen richtig guten Horizont hat, dann erscheint auch der Planet Merkur. Aber tatsächlich, es ist ein ganz kleines Zeitfenster erstmal nur, ja, von nach Sonnenuntergang, Viertelstunde etwa, nach Sonnenuntergang kann man anfangen mit einem Fernglas nach dem Planet Merkur zu suchen. Ja, und nicht lange drauf geht der Merkur dann auch schon wieder unter. Aber ich würde es natürlich nicht zeigen, wenn das nicht die nächsten Tage noch etwas besser werden würde. Und dazu werden wir jetzt mal das Datum weiterlaufen lassen. 15. Mai, er ist schon ein bisschen höher über dem Horizont. 16. Mai, noch ein Stückchen mehr über dem Horizont. Am 17. Mai wird er schon etwas deutlicher wieder. Und wie man sieht, Merkur bewegt sich langsam Richtung Venus. Also in einigen Tagen ist es dann so, dass wir in die gleiche Richtung zu Merkur und Venus schauen. Natürlich ist die Venus ein bisschen näher an uns dran. Der Merkur ist sozusagen weiter entfernt, aber wir blicken ganz genau in die gleiche Richtung. Und die richtige Zusammenkunft, die wird dann am 22. Mai stattfinden. Dann ist eben der Abstand am geringsten. Und wir können uns das Ganze mal hier etwas reingezoomt anschauen. Dann wird es auch ganz einfach, den Merkur zu finden, denn die Venus dient ja schon als Wegweiser. Man muss nur den richtigen Zeitpunkt erwischen und eben einen guten Aussichtspunkt haben. Also man braucht eine richtig gute Sicht nach Nordwesten hier. Und ja, bitte nicht verwirren lassen von dem Kometen. Also der wird hier mit Sicherheit nicht so schön nebendran zu sehen sein. Ja, und jetzt 2 Tage später, da gesellt sich noch ein Himmelskörper dazu. Ja, die aufmerksamen Zuschauer, die werden jetzt schon richtig raten, wer da ankommt. Ja, natürlich, der Mond ist dann nochmal zu sehen. Und zwar wieder als ganz, ganz dünne Sichel. Ja, die erste Sichtbarkeit des Mondes nach Neumond. Ja, und ich hatte, glaube ich, vorher noch was versprochen, dass wir uns nochmal eine Begegnung anschauen vom Mond mit einem anderen Himmelskörper. Ja gut, dazu können wir ja einfach nochmal die Zeit etwas weiterlaufen lassen. Und dann schauen wir einfach hier in unserem Planetariumsprogramm nach, wann der Mond an einem interessanten Himmelskörper vorbeikommt. Und am 27. Mai werden wir fündig. Der Mond ist hier richtig schön neben diesem sogenannten offenen Sternhaufen. Dieser Sternhaufen, der heißt auch Krippe oder Bienenstock. Man kann sich tatsächlich so einen kleinen Schwarm Bienen hier vorstellen. Ja, eine schöne Mondsichel daneben, ein wunderbarer Anblick fürs Fernglas. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, es ist oft zu den Gelegenheiten, die ich jetzt vorgestellt habe, dann schönes Wetter. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir bald in der Sternwarte solche Ereignisse wieder zeigen können. Ja, vielleicht eine ganz kleine Zugabe noch. Es sind jetzt öfter mal hier Pünktchen durchs Bild geflogen. Für die, die das noch nicht so oft gesehen haben, klicke ich mal auf einen dieser Punkte. Ich habe ihn erwischt, juchhe. Und tatsächlich ist jetzt auch klar, hier sehen wir einfach einen künstlichen Satellit. Also nicht wundern, wer jetzt öfter mal abends in den Himmel schaut, der wird ganz viele Pünktchen über den Himmel ziehen sehen. Auch manchmal richtig gehende Ketten, denn die US-Firma SpaceX startet gerade ganz viele Satelliten mit dem Namen Starlink. Das sind immer so etwa 60 Satelliten auf einmal. Und ja, die kann man tatsächlich dann sozusagen als Ketten von schwachen Pünktchen über den Himmel ziehen sehen. Damit nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr schaut bald mal wieder rein hier beim Kanal der Volkssternwarte München oder wenn wir dann wieder öffnen können, dass ihr auch eine unserer Veranstaltungen mal besuchen könnt. Bis dann und unser Astronomengruß, Clear Skies.